Der Loser. Der Loser ist ein besonderer Berg. Selbstbewusst, mit seiner beeindruckenden Krone, schaut und wacht er über das Ausseeland. Nicht abweisend oder schroff, vielmehr einladend und für jeden willkommen. Aber auch ein Berg mit Eigenheiten, mit Charakter. Das hat er mit den besonderen Menschen im Ausseerland gemein. Die Geschichte des Losers und der Menschen ist eine über Jahrhunderte gewachsene, natürliche Symbiose. Keine Schicksalsgemeinschaft, sondern respektvolles Miteinander. Kein sinnleeres Zerstören und Ausbeuten auf der einen und kein furchtbar naturgewaltiger Zorn auf der anderen Seite. Zeigt er uns seine unwiederbringlich schönen Ein- und Ausblicke, seine geheimnisvollen Plätze. Nur mit diesem Selbstverständnis lässt sich am Loser und mit den Menschen arbeiten. Der Loser ist kein moderner, austauschbarer, beliebiger Tourismusberg. Er weist nicht ab, aber um ihn zu sehen, muss man ihn mögen. Mit seinen Naturerlebnissen bietet viele Möglichkeiten, seinen Hunger und Durst zu stillen, einzukehren, seinen Urlaub zu verbringen. Der Loser ist mein Erlebnisberg.